Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Force of Nature mit meinem Beduinenkumpel und Assistenten Mausi. Hallo. So, wir hatten jetzt hier schon mal ein bisschen uns abgesprochen, was wir jetzt machen werden. Und da uns ja auch in den Kommentaren gesagt worden ist, wir haben die Tiere hier so zusammengefercht, werden wir das jetzt auch mal ein bisschen beheben. Das erste, was wir gemacht haben, wir haben die Hühner freigelassen. Die dürfen sich jetzt hier überall rumstolzieren, damit es hier nicht so leer ist. Und Gobby ist jetzt der Beschützer. Das heißt, er ist der Hühnerstall-Experte. Nicht, Dobby? Siehste, er gibt mir sogar noch recht. So, des Weiteren, wir müssen Ausrüstung und so weiter fertig machen. Also was erhöhen, und da kommt jetzt einiges auf uns zu. Über die Folgen jetzt. Denn wir werden viel brauchen. Sowas wie schützende Beduidenhose. Das heißt, unsere alten Zeug wird quasi wieder verschreddert. Und dann halt auch sowas wie weiße Fellmütze, weil es gibt deutlich mehr Rüstung dafür. Mal gucken. Und auch hier im Amboss eisernes... Okay. Nee, ich darf nicht. Direkt voraus. Wir werden angegriffen, Maus. Pass mal auf hier. So. Wo noch? Da hinten. Ja, das sind Blätter. So. Friss meine Pfeile. Gut. So, aber jetzt wollte ich noch was anderes machen. Jetzt wollte ich nämlich hier nochmal... am Amboss. Und zwar, da wollte ich dich jetzt auch nochmal fragen. Das habe ich jetzt vorhin vergessen, Mausi. Möchtest du einen eisernen Streitkolben? Ach, voilà, ich darf mich immer zumachen hier. Also entweder einen eisernen Streitkolben, ein eisernes Langschwert oder ein eisernes Kurzschwert. Das Kurzschwert macht 29 Schaden, hat eine Angriffsgeschwindigkeit von 0,71. Beeinflusst nicht die Bewegungsgeschwindigkeit. Beim eisernen Langschwert macht 35 Schaden, hat nur eine Angriffsgeschwindigkeit von 0,71. Und der eiserne Streitkolben macht 45 Schaden und hat eine Angriffsgeschwindigkeit von 63. Also 0,63. An und für sich ist der Eiserne doch eigentlich am besten, oder? Angriffsgeschwindigkeit ist halt, ne? Naja, desto höher, desto besser, aber na gut. Oder nicht? Ja. Also, was möchtest du haben? Kurzschwert, Langschwert oder Streitkolben? Was darf sein? Ja, weiß es nicht. Wenn ich denn guck, sehe hier am Amboss sind die Dinger drin, dann guckst du da mal an. Am Amboss. Ansonsten geh einfach nach Design. Ne? Okay. So, hier habe ich noch ein bisschen was anderes. Gut, dann werde ich... hatten wir jetzt eigentlich... Du hattest noch einen unhandlichen Bogen, ne? Ja. Ja, gut. Dann werde ich uns auch neue Bögen bauen. Das heißt, ich nehme hier schon mal was raus. Eigentlich mag ich eher Schwerter, die schnell sind. Ja, dann musst du ja das Kurzschwert nehmen, weil das beeinflusst dich ja nicht. Also sprich, ich denke mal, das wird nachher irgendwie irgendwo eine Beeinflussung geben. Und deswegen, ne? Wäre das gar nicht so verkehrt, dann ein Kurzschwert zu nehmen. Aber denk dran, das Kurzschwert macht dann auch weniger Schaden. Ja. Weil du hast letztens gemeint, Schaden ist scheiße von deinen Schwertern. Und so. Dann probiere ich mal den eisernen Streitkolben. Okay, aber denk dran, der ist deutlich langsamer. Ja. Mach ihn dir. Also ist kein Thema. Hat er immer noch das Kurzschwert bekommen, oder nicht? Ja, dann müsste ich das aber nehmen. Aber gut, ich mache ihn dir jetzt einmal. Ich habe hier noch 29 Eisen. Müssen auf jeden Fall Eisen dann besorgen.
Ich mache jetzt uns jeweils schon mal einen neuen Bogen. Der soll ja noch mal ein bisschen mehr Schaden machen. Und ich habe hier noch so viel Mist. So, dann wollte ich noch mal gucken. Konstruktion. Wir müssen ja noch ein paar Blütentöpfe haben. Drei Stück brauchen wir noch. Hast du noch Pilze? Ja. Damit ich das einmal machen kann fürs LP. Und dann später quasi du das dann machen kannst. Musst du meine Fässer reingucken. Also ich müsste Täubling brauche ich, Fliegerpilz, Pantherpilz und Steinpilz. Die sind bei den Herden drin. Bei den Herden drin, okay. Ah, hier. Ich nehme mir mal kurz alle raus, ja. Mhm. Ich glaube, mit den Pilzen kannst du dann nachher auch ordentlich was machen. Hoffe ich mal. Jetzt weiß ich aber nicht, inwiefern ich jetzt noch Wasser brauche. Oder ob ich Wasser brauche. Mal gucken. So, machen wir hier mal einen Täubling. Ja, ich brauche Wasser. Immer zwei Wasser, glaube ich. Hättest du ein bisschen Wasser für mich noch? Mhm. Sofort. Ich renne immer zu Dobby anstatt zu dir. So viel Wasser, wie du entbehren kannst. Oh, super. Das dürfte erstmal reichen. Rest kriegst du wieder. Gut. Wenn da noch was übrig bleibt von. Was wollte ich jetzt noch? Stimmt, ich wollte jetzt noch Erde sammeln. Wo ist meine Schaufel? Schaufel, Schaufel. Benutzen. So, aber hier durch das Türchen. Kriegst du auch wieder von mir Würmchen. Oh, ich habe eigentlich genug. Ja, aber ich brauche die ja trotzdem nicht. Ich auch nicht. Federn brauchen wir nicht allzu viele, ne? Also nur ein paar. Nicht, dass du jetzt deine ganzen Körnchen wieder opferst für Federn. Okay. Das wäre nämlich doof. Also noch haben wir ja noch von den alten Pfeilen haben wir ja noch ein paar. Die wir dann erstmal verschießen können. Aber mal gucken. So, jetzt habe ich hier. Was habe ich jetzt hier gemacht? 33 Erde. So, 35. Was brauchte ich immer für einen Blumentopf? Für ein Töpfchen? 20. Okay, dann muss ich ja noch zweimal machen. Na, komm, ich will buddeln. 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 Und buddeln. So, dann kann ich erstmal schon mal hier nochmal 5 hier herholen. 2, 3, 4 und 5. So. Düsen wir hier aber kurz durch. Na, hier ist es nachts auch eindeutig noch zu dunkel. Kriegt man ja Angst im Dunkeln hier. So, Blumentöpfchen. Warum machst du mir jetzt da nur einen hin? Wir brauchen noch mehr Blumentöpfchen. So, dann kann ich hier schon mal Täubling anpflanzen. So. Das heißt, ich brauche jetzt wieder Erde und Co. Oder brauche ich noch was? Weil einen Blumentopf können wir noch machen. Ja, 20 und 20. Gucken wir mal. Dass ich hier mir jetzt nochmal ein bisschen was herholen. Und dann hätten wir, glaube ich, die erste Aufgabe schon so gut wie geschafft. Und warum grabe ich jetzt hier immer ins Nichts? Ich will nicht ins Nichts graben. So, trinke ich mal ein bisschen Erdbeersaft. Der tut genüsslich gut für die Sinne. Ah ja, und das ist gesund. Ja, klar. Auch wenn Kaffee besser ist, aber naja. Was möchtest du? Ah, Federn. Und schon wieder eine Münze.
So, jetzt habe ich mich verzählt, Maus. So. Wie viel brauchte man immer noch für ein Portal? Dann nehme ich das jetzt gleich so auf. Das waren immer 10. Das heißt noch 5, 2, 3, 4 und 5. So. Dann hole ich mir hier auch nochmal 30 von. Immer schön buddeln. So. Schon mal wegnudeln hier. Was habe ich jetzt? 19. Ah, der Täubling ist reif. Okay. Jetzt noch 3. 1, 2, 3. Wunderbar. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir jetzt die eine Aufgabe jetzt abgeschließt kriegen hier. So, können wir ja hier schon mal einen Fliegenpilz und hier schon mal ein Pantherpilz. Und dann machen wir hier Konstruktion den letzten Topf hin. Mann, ist das töpferig hier. So. Wie stand das? Hoppala. Wie stand das jetzt in der Aufgabe? Das wird angegriffen. Ja, ich merke schon. Na? Soll ich dir hier Einlass gewähren oder was? Gibt keinen Einlass. Haut ab. Ich hätte nur höflich an die Tür geklopft. Meine Tür. Meine Tür. So, er hat mich aber abgelenkt. Was wollte ich jetzt? Ich stelle Blumentopf her, genau. Achso, ich baue, muss 3-mal Täublinge, 3-mal Fliegerpilz, 3-mal Pantherpilz und 3-mal Steinpilz. Also, okay. So, dann fehlt ja hier jetzt nur noch der Steinpilz. Dann fehlt hier nur noch der Steinpilz. So, dann kann ich den einmal abernten. Den Täubling wieder dran setzen. Und dann kann das erstmal warten. So, 6 Wasser habe ich noch übrig. Na, ich glaube, das reicht nicht ganz. So, die Bögen sind aber fertig. Die unhandlichen Bögen werden jetzt demnächst zu Langbögen. Also, hier, bitteschön. Einen Langbogen für Sie. Dankeschön. Werte Dame. So, muss ich erstmal hier reinnehmen. So im Vergleich. Unhandlicher. Ah, jetzt. Ich habe einmal den falschen gebaut. Ups. Okay. Da habe ich nicht aufgepasst. So, unhandlicher, weil der andere machte 30 Schaden, glaube ich. Und der macht ja hier nur 22. Das war natürlich jetzt nicht meine Intention. Ich wollte einen Langbogen haben. So, jetzt passt das auch. Denn der eiserne Streitkolben ist fertig, Mama. Okay. So, dann werde ich mal kurz gucken. Gehe ich ihn auch gleich mal ausprobieren. Ja, warte. Also das ist jetzt sozusagen die Angriffsgeschwindigkeit von dem. Und das ist die von meinem Langschwert. Also das Langschwert ist deutlich schneller. Ja. Aber davon macht der Streitkolben halt mehr Bums. Aber, bitteschön, dann probier mal aus. Das Kurzschwert darf jetzt in die Mülltonne. Puff. Ich probiere mal. Ja, klappt dich mal mit ein bisschen. Ein paar Leuten. Tu dies. So, was mache ich mir? Ich bin halt eher immer so der Schwertertyp. Deswegen werde ich mir das eiserne Langschwert gönnen. So. Mal gucken. Und Steinpilz ist reif. Okay. Dann gehe ich kurz. Was? Goblins One hätte ich was. Okay. Na dann.
So, jetzt wollen wir mal gucken. Aufgabenliste. Was fehlt noch? Ein Täubling. Okay. Ein Täubling. Zweimal der Fliegepilz. Und dann ein Pantherpilz. Ah, ich habe kein Wasser mehr. Hast du noch Wasser für mich? Müsste noch im Brunnen sein, neu. Okay. Oh, ich habe die Tür aufgelassen. Da ist ein Wildschwein. Attacke. Okay. Was ist mit dem Wasser? Ist wirklich sehr wenig. Drei Schlager. Schläger. Schlager. Okay. Drei Schlager. Okay, gut, dann kann ich hier nochmal ein Pantherpilz machen. Okay, der Fuchs ist too hit. Der Fuchs ist too hit, okay. Also bist du jetzt mehr überzeugt, ja? Ja, ja. Naja, ja. Ich vergesse mal den Knopf zu drücken. Nee, nee, nicht vergessen. So. Ja, 27 gegen 35. Von der Angriffsgeschwindigkeit ist es ein bisschen langsamer. Aber gut. So, dann einmal hier rein. Plups. Gut, dann. Wäre das eigentlich mal auch interessant, eigentlich mal so eine komplette Eisenrüstung zu machen, oder? Ja. Welche Taste nimmst du für, wenn du den Bogen ausgerüstet hast, zu feuern? Linke oder rechte? Also ich nutze. Hoppala. Ich nutze gar nichts, weil jetzt mein Bogen weg ist. Und wenn ich den Bogen ausgerüstet habe, dann nutze ich linke Maustaste. Es ging auch gerade mit rechts. Vielleicht ist das denn der hat denn den Bogen anders gehalten. Ja, aber du kannst dich dann nicht mehr bewegen. Hm. Das sagst du jedes Mal, Mausi, wenn du den Bogen in der Hand hältst. Nein. Was ist nein? Das Schwein ist abgehauen. So. Grundschaden 18, okay. Mehr. Grundschaden gegen 30. Alternativschaden, ja. Ist aber auch ein bisschen langsamer, der Bogen jetzt, ne? Aber er sieht auch wenigstens mal ein bisschen stylischer aus. Na gut, ich komme noch raus. Aber man kann auch noch nicht viel weiter schießen. Na, mal gucken. So, Eisenschwert und Langbogen haben wir. Und wir haben schon wieder fast nichts geschafft, ey. Bis auf die eine Aufgabe. Die will ich jetzt noch schaffen. Tür wieder zu. Also, Mimi, wir müssen unbedingt wieder böse sein und unterwegs ein wenig was machen. Okay. Wir brauchen ganz viel Eisen. Und wir brauchen ganz viel Wolle und jetzt finde ich den Auftrag nicht. Jetzt klicke ich mich hier einmal durch. So, ich brauche noch einen Pantherpilz und zwei Steinpilze. Okay, ein Pantherpilz. Und zwei wunderschöne Steinpilze. Und dann machen wir hier hinten, damit wir das wissen, einmal einen Steinpilz rein. Dann kann Mausi ihre ganzen Pilze wieder haben. Ich bin schon angeschlichen. Ah, ich brauche schon wieder gleich Wasser. Mache ich die nur so weit voll? Ich glaube nicht, dass wir die wirklich benutzen werden. Welche? Na, die Blumentöpfe mit den Pilzen drin. Nicht? Nö. Also, ich habe kein Rezept gefunden. Du bist der Koch, Mama. Ich habe bis jetzt auch keins gefunden. Also okay, du stehst im Weg. Ich guck zwar immer, aber ich habe jetzt kein Dings gefunden. Was hast du jetzt gemacht? Schnarchig Pups gemacht. Kannst du das bitte vorher ankündigen? Danke. Entschuldigung. Weil dann macht er mir hier nämlich alles zu. Jetzt finde ich das wieder nicht wieder. Eben hatte ich irgendwas und ja. Ah, hier. Durchschnittlicher Molotow-Cocktail? Ich habe keine Ahnung. Aber wie soll man die kriegen? Muss ja irgendwo was geben. Guck mal hinten bei dir in der Kochstation. Solange die Pilze da noch sind.
am Machen sind. Ne, Täuplingpulver, Fliegenpilzpulver, Pantherpilzpulver, Steinpilzpulver. Ich weiß aber nicht, was man damit machen kann. Ja, aber das kommt ja erst später. Das heißt, du kriegst bestimmt nachher noch das Labortischchen. Ne? Okay. Und da wirst du wohl wahrscheinlich das dann irgendwie in Tränke oder so reinsetzen können. Denk ich mal. Wissen nicht. Das könnte möglich sein. So, aber ich sehe schon, Reif, Steinpilz und so. Stelle einen Blumentopf her. Abgeschlossen. Jawohl. Schön, dass ich einfach geschlafen habe. Wie, einfach geschlafen? Das Bett benutzt. Ach, alles gut, Maus. Warst du entrüstet? Ach, ja, so. Weil ich gerade was geguckt habe. Du hast mich total rausgerissen. Das ist alles. So, und hier den Pantherpilz rein. Dann kriegst du noch zwei Wasser wieder und ganz viele Pilze. Also, wie gesagt, Pilze brauchen wir ja jetzt noch nicht. Da werde ich dich wohl wahrscheinlich auf den nächsten, wenn wir jetzt, glaube ich, wohl wahrscheinlich die nächste Stufe haben, werde ich dich da hinten umkarren zu den Häusern. Okay. Also, da wirst du wieder umziehen. Zu den Häusern hier? Ja, zu den großen? Zu den großen Häusern da. Okay. Also sprich, dann werde ich dir hier irgendwie eine Kochstelle oder eine Kochecke reinsetzen. Denn... bist du hier quasi. Und dann brauchst du ja hin und durchgehen und kommst ja dann zu den Tieren und so trotzdem gut hin. Oder nicht? Ja. Okay. So, was wollt... Achso, ich wollte dir jetzt die Pilze und so weiter wiedergeben. So, hier hast du Pilze. Ich habe jetzt nochmal die Töpfe mit jeweils einen von den ganzen voll gemacht. Aber mehr auch noch nicht. So, dann wollen wir mal gucken hier. Schneidertisch. Aber wir brauchen halt sehr, sehr viel Sackleiden und Stoff. Ich habe hier noch ein bisschen Sackleiden. Soll ich mal kratzen können? Nee. Kratzen brauchst du nicht kommen. So, dann mache ich hier schon mal einmal Stiefel. Die noch besser sind als die Bronzestiefel. Da müssen wir mal gucken. Ja. Ich werde wohl wahrscheinlich auf jeden Fall auch noch mal mehr Kisten brauchen. Aber ich habe ja hier hinten noch Platz. Kann ich... Achso, stimmt. Bienenhaus kann ich dir noch hinstellen. Brauchst du noch viel Honig? Zurzeit nicht. Zurzeit nicht. Sammelt es auch immer fleißig ab, also. Ja, gut. Da könnten wir an und für sich hier das Strohbett noch rausmachen. Dann könnte ich hier vielleicht noch irgendwas in einer anderen Richtung hinsetzen. Jetzt kommt hier wieder der Abrissexperte. Ja, ich möchte das Strohbett zerstören. Weil wir machen uns jetzt ein richtig schön kuscheliges Bett. Ja, so richtig schön zum Kuscheln und Knuddeln. Bin bereit. Okay, ich brauche Stoff und Wolle brauche ich. Hast du sowas noch? Nö. Okay, das ist schlecht. Ich brauche Stoff und Wolle. Wolle und Stoff. So, hier habe ich jetzt noch zwei Wolle. Das reicht aber nicht. Ich bräuchte noch Stoff. Ich mache schon. Okay. In den Schafen ist auch nichts drin, ne? Nee. Und du wolltest jetzt nur noch ein Schaf dazu haben, ne? Genau. Aber wir haben eindeutig zu viele Hähne. Du wolltest nur mal welche viele haben wegen den Pfeilen. Ja, ja. Bräuchten höchstens noch ein, zwei Hennen. Also viele Eier benutzen wir auch nicht. Ja, das ist ja halt das Problem. Ich könnte jetzt aber nochmal, bevor die Folge jetzt endet, wenigstens noch mal... Oh, Randecke. Was ist das?
muss gucken. Oh, wie süß. Kann man da drüber laufen? Ja, man kann kleine Wege machen. Das ist cool. Das ist ja mal cool. Machst du das dann in der nächsten Folge noch hier mit der Zaunerweiterung? Ja, ja, das mache ich in der nächsten Folge auf jeden Fall noch, wenn ich noch genug habe. Aber hier, guck mal. Man kann sogar richtig kleine Wege einbauen jetzt. Ja, geil. Sollten wir dann auch mal machen, wa? Ja. Dann könnte ich nämlich auch eine kleine Straße bauen. Und so. Ja, ja, ja. Gut. Gut. Deshalb auch die verschiedenen Untergründe, ne? Ja. Hast du ein Butter für mich? Gucken. Sogar 23 Butter. Ein Butter bräuchte ich nur. Wir hätten jetzt auch eine starke Palisade. Schwarzen ja. Kies, blauer Kies. Okay. Butter, ja. So. Ich muss ja nochmal gucken hier. Dekoration. Weißer Kies aus Steinen und weißen Rosen. Aha. 67% Bewegungsspeed. Das hört sich ja schon mal nicht schlecht an. Wir hatten grün. Und schwarzen könnten wir machen. Okay. Wir hatten ja jetzt Pflasterstein, der gibt 50. Lass mal denn Kies auslegen. Als Weg? Als Weg. Der Rest Pflaster. Und der Rest Pflaster. Okay. Wäre doch viel, 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 viel geiler, aber dafür brauchen wir sehr, 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 sehr viele Steine. Aber ich möchte dann bei den Tierchen auch noch Blümchen, damit die es schöner haben. Okay. Und wir können jetzt auch eine starke Palisade machen. Kostet Baumstämme. Wahrscheinlich werde ich dann hier unsere ganze Palisade dann nochmal abreißen müssen. Ach ja, hier ist ja jetzt kein Bett mehr drin. Was wollte ich jetzt? Ich wollte... Nee, hinten habe ich. Hinten, 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 hinten. Gibt eigentlich jetzt noch so viel zu tun. So, ich nehme mal kurz alles. Dann schmeiße ich mal 8 rein. Und dann will ich mal kurz gucken. Konstruktion. Nee, Dekoration. Wie die hier aussehen. Ob die irgendwie anders aussehen als die anderen. Sorry, Hühnchen. Na komm, zeig doch mal. Mach auf. Ja. Also welche Art findest du jetzt besser so vom optischen her? Die dunklen. Ja, die neuen. Die dunklen, ja. Die neuen. So, von der Dings steht jetzt auch eigentlich da. Also Schwachem hat Widerstandskraft von 120. Und die anderen haben eine Widerstandskraft von 250. Also sogar locker das Doppelte. Kaffee. Kaffee, ja. Gut, dann müssen wir jetzt hier aber schon mal einen klitzekleinen Cut machen. Wir haben jetzt hier quasi nur ein bisschen rum experimentiert. Halt. Ja? Das kriegst du noch. Okay, danke. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann. Tschüss.